Juventus will mit großen Namen wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Nach einer mehr als durchwachsenen Saison schlägt die alte Dame auf dem Transfermarkt zu. Paul Pogba und Angel Di Maria wechseln nach Turin. Nach unseren Informationen werden beide Wechsel am Wochenende offiziell verkündet. Di Maria hat seinen Medizincheck am Freitag, Pogba am Samstag. Das Besondere an den Transfers? Pogba und Di Maria kommen ablösefrei. Mit Stars zum Schnäppchenpreis haben sie bei Juve in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Wir zeigen euch die besten ablösefreien Deals der Italiener. Let's go! Es wird direkt mal nostalgisch. Denn wir starten mit niemand Geringerem als Andrea Pirlo. Der kam 2011 vom AC Milan und stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass man, auch wenn man schon 32 ist, noch einige gute Jahre in sich haben kann. 4 Jahre und 163 Spiele lang zog er die Fäden in Juves Mittelfeld. Jedes Jahr gewann der Club den Scudetto. 2014-15 platzten die Träume vom Titelgewinn in der Champions League erst im Finale am FC Barcelona. Ein Megatransfer. Ein Jahr später kam ein junger Franzose, der an Pirlos Seite zum Superstar reifte, Paul Pogba. Die Geschichte ist auch einfach zu gut. Für 0 Euro von Manchester United geholt, 4 Jahre später ging es für 105 Millionen Euro zu Manchester United und als wäre das noch nicht genug, kommt er jetzt zurück zu Juve, natürlich wieder ablösefrei. 2014 holte die alte Dame einen weiteren Rohdiamant, Kingsley Coman kam von PSG. Nach 3 Jahren und etlichen Tempo-Dribblings vorbei an hilflosen Verteidigern ging es nach einer Leihe für insgesamt 21 Millionen Euro fix zum FC Bayern. Wieder ein Jahr später kam ein Weltmeister. Sami Khedira übernahm nach seiner Zeit bei Real die Rolle von Andrea Pirlo im defensiven Mittelfeld. 145 Mal stand er in seinen 5,5 Jahren für Juve auf dem Platz, verteilte die Bälle und räumte ordentlich auf. Erwähnenswert ist auch die ablösefreie Verpflichtung von Emre Can 2018. Der blieb nach seinem Wechsel von Liverpool nur 1,5 Jahre. In der Zeit kam er zwar regelmäßig zum Einsatz, Leistungsträger war er aber nie. Juve jagte ihn dann vom Hof und kassierte noch 25 Millionen vom BVB. Ein Deal nach dem Motto, billig bekommen, teuer verkauft. Der letzte richtig starke Transfer zum Nulltarif war Adrien Rabiot, gekommen 2019 von PSG. Seitdem ist er in allen 3 Saisons eine feste Größe im Turiner Mittelfeld gewesen. Bei allem Lob für die durchaus überzeugenden ablösefreien Transfers muss aber auch festgehalten werden, die Top-Transfers, für die Juve in den letzten Jahren einen dicken Batzen Geld auf den Tisch gelegt hat, haben nicht immer funktioniert. Gonzalo Higuain konnte die 90 Millionen Euro, die 2016 an Neapel überwiesen wurden, nicht rechtfertigen. Auf eine starke Debütsaison folgte eine durchschnittliche, danach wurde er an Milan und Chelsea verliehen. Jetzt wird es kontrovers, denn es geht um Cristiano Ronaldo. Ja, CR7 hat 101 Tore in 134 Spielen geschossen, das ist absolute Weltklasse. Aber Juve ist mit dem 117 Millionen Euro Transfer All-In gegangen, mit einem klaren Ziel, dem Champions League Sieg. Den konnte auch Ronaldo nicht herbeiführen, das lag auch am Team um ihn herum. Aber fest steht, durch Trikotverkäufe und Imagegewinn hat der CR7 Transfer Juve zwar finanziell nicht so wehgetan, doch ohne den Champions League Sieg wird zumindest ein kleiner Schmerz sicherlich zurückbleiben. 2019 nahm Juve nochmal 85 Millionen Euro in die Hand und sicherte sich die Dienste von Matthijs de Ligt. Bislang ein guter Transfer, aber de Ligt will Juve verlassen. Ein Wechsel könnte bevorstehen, Bayern und Chelsea sind die heißesten Kandidaten. Der größte Flop der letzten Jahre hat einen faden Beigeschmack. Als der 76 Millionen Euro Transfer von Barcelonas Arthur 2020 verkündet wurde, waren die Fans durchaus skeptisch. Im Gegenzug ging nämlich Miralem Pjanic für 60 Millionen Euro den umgekehrten Weg. Beide Spieler wechselten also deutlich über ihrem Marktwert, was Juve eine Untersuchung wegen Bilanzfälschung einbrachte. Sportlich gesehen hat sich der Transfer auch so gar nicht ausgezahlt. In 2 Jahren stand der Brasilianer in der Liga nur 24 Mal in der Startelf. In seinen insgesamt 63 Spielen für Juve steuerte er 1 Tor und 1 Vorlage bei. Da ist noch viel Luft nach oben. Ach ja, Marktwert aktuell 18 Millionen Euro. Nun setzt Juve mit Pogba 2.0 und Di Maria also wieder auf Schnäppchen. Das scheint angesichts der finanziellen Situation und den letzten Transfers nicht die schlechteste Idee zu sein. Was denkt ihr? Findet Pogba wieder zu seiner alten Juve-Form? Wie bewertet ihr den CR7-Transfer im Nachhinein und Juves Transferpolitik generell? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat.